Jo, ihr habt den Ernie von Viel FIFA. Ich führe den YouTube-Kanal Viel FIFA. Dort findet ihr alles, was das Thema FIFA angeht. Was ist denn der Unterschied zwischen FIFA 18 und FIFA 19? Also der grobe Unterschied ist, würde ich sagen, dass das Ganze viel taktischer geworden ist. Dass zum Beispiel nicht jeder Schuss reingeht wie bei FIFA 18. Es war ja so gewesen, dass meistens die Flachschüsse immer reingegangen sind. Und jetzt ist neu, dass man so einen getimten Schuss hat. Man muss perfektes Timing haben für die Schüsse. Und wenn ein Innenverteidiger schießt zum Beispiel, dann geht der Schuss allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht rein. Und sonst sind auf jeden Fall neue Modis mit im Spiel, zum Beispiel der Anschlussmodus, da kann man jetzt zum Beispiel den Survival-Modus testen und dort ist zum Beispiel neu, man spielt 11 gegen 11, wenn man ein Tor schießt, geht ein Spieler aus seiner Mannschaft runter, man hat ja 11 Spieler in seinem Team, der Torwart bleibt immer und schießt zum Beispiel mit Messi bei Barcelona ein Tor, dann kann es sein, dass auch zum Beispiel ein Umtiti, ein Innenverteidiger runtergeht. Und da sind viele neue, coole Modis auf jeden Fall dabei im Anschlussmodus. Aber den Ultimate-Modus, den Online-Modus, konnten wir leider noch nicht testen. Aber ich finde, die neuen Modis im Anschlussmodus sind auf jeden Fall mega geil. Von den neuen Features, also wie schon angesprochen, der Survival-Modus. Es gibt dann auch unter anderem den Modus, dass man nur mit Kopfbällen oder mit Volleys Tore erzielen kann. Das macht das Spiel auf jeden Fall interessanter, vor allem wenn man mit Freunden zockt, wenn man am Abend zusammen was unternimmt. Und dann kann man solche Challenges auf jeden Fall machen, anstatt immer normales 1 gegen 1 zu spielen. Und sonst finde ich auf jeden Fall geil, dass sich das Spiel, sage ich mal, realistischer anfühlt. Aber es ist auch schwerer geworden, das feiere ich auf jeden Fall. Dass man jetzt auch eine gewisse Herausforderung hat bei dem Game. Ich zocke auf der PS4 schon seit Jahren. Ich war nie der PC-Zocker, also auf der Konsole. Xbox habe ich auch mal gezockt, aber PS4 auf jeden Fall ist meine Hauptkonsole. Der Kanal heißt auf YouTube Viel FIFA. Wir haben jetzt 900.000 Abonnenten dort, gehen jetzt auch hoffentlich Richtung 1 Million zu dieses Jahr. Und wie gesagt, dort findet ihr News zu FIFA, Pack-Openings, wie wir Packs ziehen und Livestreams, alles Mögliche, was das Thema FIFA angeht. Reiner FIFA-Kanal heißt da nicht umsonst Viel FIFA, fühle FIFA, wir fühlen das Spiel. Und ja, das gibt es eigentlich so zu unserem Kanal zu sagen. Komm schon. Oh, der ist schnell. Wie schnell ist der denn? Alter, Mbappé, wie schnell der ist. Nein. Das, aber im Vergleich zu Salah geht der richtig ab. Ja, der ist krass. Ve tüm dedi kendi kendine Şampiyonlar Ligi maaşta çalacak. İşte hakemler. Şampiyonlar Ligi maaşı girdiğinde inşallah Filip Yem'i izliyoruz. Ve işte kupa gençler. Burada da kupayı da koymuşlar, dokunmak yasak ama aynen. Fotoğraf çekildi. Benim bir fotoğrafını çektim. Aynen. Adam diyor, dokunma. Don't touch demesi için adam koymuşlar. İşte Salah. Muhammed Salah. Ve mücadele başlasın bakalım. Liverpool buluşuyla başlıyor. Muhteşem bir mücadele olmasını biliyoruz. Ya. Ne işlemiş et olmasa etsin. Muss gar nicht gehen, muss du gar nicht gehen. Das kostet, das ist nur Haare. Paris gegen Juve. Ich sage immer Real wegen Ronaldo. Ne? Das ist immer noch so ungewohnt.
You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.